So, heute wollen wir mal wieder ein Werk vorstellen, und zwar von Goethe, Iphigenie. Und zwar so, dass man hinterher den Inhalt kennt oder wiederholt und dabei auch Schlüsselzitate schon kennenlernt, sodass man auch in den Text schon eingestiegen ist. Und in einem ersten Teil werden wir jetzt zunächst mal die Akte und die Szenen vorstellen. Wir haben das so gemacht, dass wir hier insgesamt die 5 Akte haben. Erster Akt, dann hier der zweite Akt, der dritte Akt, der vierte Akt, der fünfte Akt und eine Zusammenfassung. Und das stellen wir jetzt mal kurz vor. Im ersten Akt beginnt es ja mit einem Monolog der Iphigenie, die als Priesterin in Atlant Tauris verschlagen worden ist. Und sie bittet dort die Göttin Diana um Heimkehr. Und da gibt es den berühmten Satz, das Land der Griechen mit der Seele suchend. Die genauen Zitate mit Textstellen und so weiter finden sich alle in der Dokumentation. Und sie möchte die Rettung vom Leben hier, dem zweiten Tode. Und das ist eben der Hintergrund, dass sie nach Tauris entführt worden ist und von einer Zwangsopferung gerettet worden ist. Die Details haben wir in einem anderen Video zur Geschichte der Iphigenie dann aufgeführt. Dann erscheint der Königsbote Arkas, er kündigt den König an und der möchte Iphigenie besitzen, und zwar indem er sie heiratet. Und Iphigenie soll auch noch dankbar sein und darauf eingehen. Dann erscheint König Thoas selbst und Iphigenie versucht ihm den Heiratswunsch da auszureden. Sie selbst bezeichnet sich als ein verwünschtes Haupt, weil auf ihr ja und ihrer Familie ein Fluch liegt. Thoas sieht aber eher bei ihr Segen und Iphigenie möchte auf jeden Fall verhindern, dass jetzt neue Menschenopfer kommen, denn Thoas deutet das an, nach dem Motto, wenn du mich nicht heiraten willst, dann führe ich diese Menschenopfer wieder ein, die ich nur deinetwegen, so aus Humanitätsgründen, dann abgeschafft habe. Und Iphigenie sagt, die Götter sind nicht blutgierig und der König verweist aber schon mal auf 2 Fremde, die Iphigenie dann opfern soll, weil er eben einfach wütend ist darüber, enttäuscht, dass sie ihn nicht heiraten will. Und dann in der vierten Szene wendet sich Iphigenie in einer weiteren Bitte an die Göttin Diana. O, enthalte vom Blut meine Hände, zwing mich nicht, dass ich hier Blut vergießen muss. Und damit zeigt sich die Weimarer Klassik gegen die antike Klassik hier in dem Satz, die Unsterblichen fristen das flüchtige Leben gerne dem Sterblichen eine Weile. Das heißt, die unsterblichen Götter gönnen dem Menschen durchaus sein flüchtiges Leben für eine gewisse Weile. Das war also der erste Akt. Jetzt im zweiten Akt taucht dann einer dieser Fremden auf. Das ist Orest, der Bruder der Iphigenie, was sie beide voneinander aber noch nicht wissen. Er hat mit dem Leben abgeschlossen und nun erfüllet sich's, dass alle Not mit meinem Leben enden soll. Die Not ist nämlich, ne, dass er seine Mutter umgebracht hat, die wiederum den Vater umgebracht hat. Alles im Video Nummer 1 genauer erklärt. Er hat also Blutschuld auf sich geladen und wird von den Rachegöttinnen verfolgt. Pylades, sein Freund, denkt nur an Rettung. Ich sinn und horche, ob nicht zu irgendeiner frohen Flucht die Götter Rat und Wege zubereiten. Das heißt, Pylades ist immer optimistisch, ne? Der will nie aufgeben. Und er will mit Hilfe der Priesterin Iphigenie etwas erreichen, der er aber erstmal die wahre Identität verschweigen will. Dann gibt es das Gespräch zwischen Pylades und Iphigenie. Die erfährt da zum ersten Mal etwas von der Ermordung ihres Vaters durch die Mutter. Die hat sich nämlich gerächt, weil der Vater die Zustimmung gegeben hat zur Opferung Iphigenies, ne, weil er die Götter besänftigen musste. Iphigenie muss diese Geschichte erstmal verkraften und Pylades sieht Erfolg in Richtung Rettung, darum immer die blaue Farbe. Dann haben wir den dritten Akt. Ne? Orest taucht jetzt auch auf. Er offenbart sich der Iphigenie. Die tut das auch, aber er hält sie für eine Nymphe und nimmt ihr Zusammentreffen dann als eine besondere Bosheit des Schicksals und Iphigenie setzt die Hoffnung auf Pylades. Dann in der zweiten und dritten Szene, da bittet Iphigenie für ihren Bruder. Der glaubt nämlich, dass sie bereits in der Unterwelt sind. Alle die der Familie da angehörigen, außer Elektra natürlich, die fehlt noch, die Schwester.
Und Pylas berührt ihn aber, damit er merkt, dass sie Menschen sind. Und dann wacht dieser Orest auf und dann gibt es diese wunderbare Formulierung, wo er nach Lebenslust und großer Tat zu jagen bereit ist. Pylades ist praktisch wie immer und drängt zur Eile. Die gemeinsame Flucht mit dem Schiff soll möglich werden. Damit sind wir auch schon beim vierten Akt. Iphigenie ist froh über Pylades, seine Hilfe. Sie ist bereit, sich leiten zu lassen wie ein Kind. Aber dann kommt die Wende, oh weh der Lüge, denn sie soll nämlich König Thoas immer wieder belügen als seine Priesterin, damit sie ihre Flucht vorbereiten können. Dann kommt Arkas, der Königsbote, auch noch vorbei und Iphigenie danach stellt bei sich selbst fest, ich bin auf einmal umgewendet, ich will hier nicht mehr lügen und betrügen. Ich merke nämlich, dass ich auch Menschen hier verlasse. Die sind mir auch ans Herz gewachsen, die Menschen hier und nicht nur die in meiner Heimat. Pylades taucht dann wieder auf, das geht ja immer hin und her und er bearbeitet dann Iphigenie wieder und sagt, Orest denkt nur an Rettung, ne, und du willst ihn noch nicht verderben jetzt oder so, indem du jetzt irgendwie uns nicht hilfst und nur an Thoas denkst, den König. Und Iphigenie sagt, fast überredest du mich. Und Pylades betont noch einmal, hier geht's nur um die schiere Not, das oberste Gesetz ist das, dass wir uns hier retten können. Und in der letzten Szene des vierten Aktes dann zeigt sich der innere Kampf in Iphigenie. Sie bittet noch einmal die Götter, rettet mich und euer Bild in meiner Seele. Das ist dieses Bild der Humanität, wie es die Klassiker zur Zeit Goethes hatten. Und das widerspricht eigentlich dem götterkritischen Lied der Parzen. Dort wird nämlich eher die These vertreten, die Götter kümmern sich um nichts. Und das widerspricht natürlich hier in 1,4. Da hieß es, die Unsterblichen fristen das flüchtige Leben gerne den Sterblichen und hier plötzlich ist es das Lied der Parzen. Damit kommen wir zum letzten Akt. Da zeigt sich in den ersten beiden Szenen der ganze Grimm, der Zorn von Thoas, weil er eben mitbekommt, da wird irgendwie ein falsches Spiel gespielt. Die Priesterin, die hilft irgendwie diesen beiden Fremden, den Gefangenen, und einmal gegen Iphigenie eben, aber auch gegen die eigene Güte. Er sagt, warum bin ich immer so nett zu der Frau gewesen, ne? Ihr entgegengekommen, habe ihr sogar den Wunsch erfüllt, die Menschenopfer aufzugeben. Und er sieht bei ihr auch einen Wechsel von Schmeichelei. Er glaubt also, dass die ihm immer nur geschmeichelt hat und jetzt eben List und Trug gegen ihn vorbereitet zugunsten der Fremden. Und dann kommt es zu der entscheidenden Szene 5.3. Da sprechen Thoas und Iphigenie miteinander und erst geht es auch noch wieder ein bisschen hin und her und Iphigenie versucht noch zu erklären, warum sie es immer wieder verzögern muss, damit die Fremden eben die Flucht vorbereiten können. Und dann kommt ihr Entschluss, sie will ein kühnes Unternehmen wagen und sagt zum König, du kannst jetzt durch mich die Wahrheit verherrlichen. Ich sage dir jetzt die Wahrheit. Es wird nämlich ein heimlicher Betrug gegen dich geschmiedet. Und wenn du dich menschlich verhältst und nicht einfach uns nur bestrafst oder uns nur wieder gefangen nimmst, dann kannst du die Wahrheit, die ich eben dir gebracht habe, dadurch auch verherrlichen und selbst zu einem guten Menschen werden. Dann in der vierten, fünften und sechsten Szene haben wir das zusammengefasst. Da gibt es dann die Entscheidung. Einmal wird zunächst mal geklärt, was ist mit der Identität von Orest? Ist der wirklich echt oder betrügt er auch Iphigenie vielleicht nur? Dann wird geklärt, was das mit diesem Götterbild da auf sich hat. Denn die beiden Fremden sind ja gekommen und dachten, sie können den Orest nur befreien von seinem Rachewahn da, der Rachegöttinnen, indem sie die Schwester, und das ist die Statue, das Bild der Göttin Diana, klauen und mit nach Griechenland nehmen. Und jetzt stellt sich raus, nein, nicht die Schwester des Gottes als Statue sollen sie hier entführen, sondern sie können mitnehmen Iphigenie, die Schwester des Orest. Und Iphigenie sagt zu Thoas, jetzt hast du auch zu einer solchen edlen Tat Gelegenheit. Und Thoas sagt dann so etwas mürrisch noch, so geht. Und Iphigenie sagt, nee, wir wollen nicht auf ewig abgeschieden sein. Wir wollen Freunde bleiben. Und dann ist Thoas bereit auch zu sagen, lebt wohl.
Das also, wie gesagt, alles kurz zusammengefasst, was wir in der Dokumentation auch noch genauer erläutern. Hier jetzt noch die Zusammenfassung am Ende ganz kurz. Was ist die Intentionalität des ganzen Stücks? Also worauf läuft es hinaus? Iphigenie ringt sich durch zur Wahrheit. Sie hat den Mut, ein kühnes Unternehmen durchzuführen, nämlich dem König die Wahrheit zu sagen. Und das bedeutet, sie springt gewissermaßen in die Freiheit hinein. Sie hört nicht auf diese Alternative von Pylades, Not kennt kein Gebot, das ist das oberste Gesetz, da muss man auch lügen und betrügen. Nein, sie will sich der Wahrheit verpflichtet zeigen. Und Thoas, das ist jetzt die zweite zentrale Aussage des Stückes, der ist ja ein Barbar und der sagt auch ganz vorsichtig: Wie, du traust mir, Barbar, das sind ja die Leute, die die Griechen normalerweise nicht achteten, mir traust du zu, dass ich auch ein humaner Mensch bin? Und sie sagt dann: Du kannst die Gelegenheit nutzen, das tut er auch. Und damit zeigt sich, dass der Thoas unter dem Einfluss der Iphigenie sich gebildet hat. Bildung heißt nicht Ansammlung von Wissen, sondern Bildung heißt, dass man sich selbst weiter entwickelt. Und darum kommt es eben dazu, aus dem so geht, wird ein lebt wohl und die Iphigenie will und bekommt also Freundschaft, also Harmonie am Ende dieses Stückes. Dieses zweite Bild werden wir in diesem Video nicht mehr vorstellen, dann wird das zu lang werden. Wir machen ein zweites Video, da geht es um die dramatische Entwicklung. Hier haben wir das ja nach Szenen aufgebaut und Akten und hier werden wir das aufbauen nach der Entwicklung des Konflikts. Die Dokumentation für beide Videos findet sich auf dieser Seite hier. Die verlinken wir auch hier unten bei den Infos. Dort eventuelle Aktualisierungen, Korrektur möglicher Fehler. Ansonsten freuen wir uns wie immer über Fragen und Anregungen, denn die bringen uns dann immer auf die besten Ideen, die wir auf unserem Kanal schnell durchblicken, dann auch veröffentlichen. Und wer ihn abonniert, wird dann auch ganz schnell informiert, wenn was Neues da ist. Wir hoffen, dass das euch jetzt klar geworden ist, wie man hier Iphigenie sowohl den Inhalt als auch wichtige Zitate sich schnell klar machen kann. Und wir wünschen auf jeden Fall viel Erfolg.